Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki mit dir, wo ich neue Produkte austeste, die ich vorher noch nicht ausgetestet habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier wirklich alles so bunt gemischt und ich habe vor, alles mit nur einem einzigen Pinselset zu schminken, was aus nur 4 Pinseln besteht. Und das verlose ich auch aktuell in diesem Video, aktuell vor allem verlose ich in diesem Video auch. Das ist von Essence das Little Wonder Brush Set. Das ist dieses hier und ja, alles was du dafür tun musst, um dieses Pinselset zu gewinnen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Das besteht aus einem Puderpinsel. Den werde ich für Puder, Bronzer, Blush und Highlighter verwenden. So der Plan. Und dann habe ich noch ein etwas fester gebundenen schmalen Blendepinsel, fast schon Smudgerpinsel hier mit drin. Einen, ja, ganz üblichen Blendepinsel, relativ unspektakulär. Und einen Point Brush, der aber so zusammengedrückt und flach ist. Zusammengedrückt und flach, genau. Mhm, genau. Und halt auch ein bisschen breit vorne. Wie gesagt, mit den 3 Pinseln versuche ich meinen kompletten Look zu schminken. Natürlich, ja, einen Sponge brauche ich für die Foundation, aber ansonsten nix, ne? Das hattet ihr mich nämlich mal gefragt, ob ich das vielleicht mal machen könnte. Mache ich in diesem Video auch. Okay, ich suche mir jetzt erstmal einen Schwamm. Dann nehme ich hier den hier von Real Techniques, glaube ich, oder? Ja, den kann ich eigentlich wohl ganz gut verwenden. Ah, frisch gewaschen. Ich habe gestern Pinsel und Schwämme gewaschen. Das war echt gut. Okay, ja, was man auf jeden Fall braucht, um halt einen Look mit nur zu wenig Pinseln zu machen, ist hier so ein Brush Cleanser. Da habe ich hier von BH Cosmetics einfach so ein Pöttchen. Da kannst du die Pigmente dann von abnehmen, dass du halt das nicht immer so miteinander vermischt. Und ich starte mit einem Primer und zwar der Good Molecule Silicon Free Priming Moisturizer. Das ist im Prinzip ein Zwischending zwischen feuchtigkeitsspendender Creme oder feuchtigkeitsspendendem Fluid und Primer. Ich werde das Produkt als Primer verwenden. Das kommt mit 50 Millilitern in dieser schönen Verpackung daher. Sieht aus wie eine Creme. Eine feste Creme. Riecht nach nichts. Fühlt sich echt schön feuchtigkeitsspendend an, wenn ich das so verteile. Also überhaupt nicht irgendwie silikonig oder so, sondern wirklich einfach feuchtigkeitsspendend. Und weil mein Hals auch etwas Feuchtigkeit braucht, mache ich da auch ein bisschen was drauf. Leute, heute ist der 14. März. Ich drehe dieses Video ein bisschen vor, beziehungsweise ich drehe in letzter Zeit relativ viele Schminkvideos und versuche die aber nicht alle geballt hochzuladen. Deswegen keine Sorge, die kommen alle so nach und nach. Aber heute ist der 14. März. So, auf jeden Fall habe ich heute meine Winterdeko, meine Weihnachtsdeko abgenommen. Ja, ich hatte alles noch voll mit Nikoläusen und Rentieren stehen. Ja, und jetzt habe ich die Sachen weggenommen und habe dann dementsprechend überall Osterhasen hingestellt und Blumendeko und so. Ja, deswegen. Bei mir dauert das immer ein bisschen, bis ich diesen Mut verändert habe. Aber heute ist so schönes Wetter und da musste man einfach irgendwie in diesen Mut kommen, finde ich. So, dieser Priming Moisturizer ist unfassbar schnell eingezogen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ganze so schnell einzieht. Meine Haut fühlt sich mit Feuchtigkeit durchtränkt an, also wirklich richtig gut. Und sie hat einen schönen Glow bekommen, was aber daran liegt, dass sie einfach Feuchtigkeit bekommen hat. So, als nächstes verwende ich eine Foundation. Die hatte ich, glaube ich, mal als Probe da, aber nicht als Foundation an sich. Die habe ich mir letztens bei BH Cosmetics im Sale geholt. Und zwar ist das die BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Das ist diese hier. Und ich hoffe, dass die Farbe passt. Das ist die Farbe Ivory. Genau. Ja, die soll einfach ein natürlich und flawless schönes Ergebnis zaubern. Schämchen ist angefeuchtet. Oh, was für ein cooler Pumpspender. Du kannst da richtig schön den Finger oben reinlegen. Das gefällt mir schon. So schaut die Foundation aus. Ja, recht fest irgendwie. Ein natürliches Finish von einer Foundation ist eigentlich das, was ich am liebsten habe. Und Flawless ist natürlich so ein schöner, positiver Nebeneffekt, den man auch gerne mitnimmt. Die Farbe passt eigentlich wohl ganz gut. Ist ein bisschen hell, also tatsächlich eher was für Winter, sage ich mal. Und weniger für den Sommer bei mir, wahrscheinlich vom Farbton her. Aber so, auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Aber sehr, sehr fest. Also wenn ich mir das so angucke, ne? Sehr, 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 sehr pastig fest. Wow. Die zieht richtig Fäden, wenn man die so hochzieht.
Also sie gefällt mir von der Farbe her richtig, richtig gut. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es so gut passt, oder? Ja, sie sitzt auch richtig gut jetzt auf den ersten Blick. Ich habe 2 Pumpstöße auf mein Gesicht aufgegeben. Und das sieht alles sehr angenehm und sehr ebenmäßig aus. Ich denke, dass ich da jetzt noch ein bisschen versuchen werde, die Deckkraft zu erhöhen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Die ließ sich auch recht schön und schnell einblenden. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen merkwürdig aus, weil ich noch keinen Concealer drauf habe. Aber so gefällt sie mir doch ganz gut. Sitzt ganz angenehm, fühlt sich angenehm auf der Haut an. Ich merke nicht, dass ich eine Foundation trage. Aber jetzt kommt noch ein bisschen was drüber. Ich gebe mir noch einen weiteren Pump-Pump auf den Schwamm und gebe das übers ganze Gesicht, sage ich mal so. Verteilt auf irgendwie. Ich muss die auch eigentlich gar nicht den Hals runterblenden, weil das ist eine Foundation, die auch endlich mal zu meinem Körper passt. Ich bin halt so leichenfarben, ne? Man sieht es ja am Arm, also ich bin jetzt bei weitem nicht braun oder so. Krass, 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 krass. Und die lässt sich schön aufbauen. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ich muss immer so an der Nase, deswegen freue ich mich immer, wenn da so ein Kram drin ist, dass man halt so machen kann. Das ist bekloppt. Aber die gefällt mir mega gut, gerade so auf den ersten Blick. An der Nase ist es ein bisschen problematisch. Da werden wir die Nasenfalten im Auge behalten. Da habe ich eine trockene Stelle an der Nase. Herzlichen Glückwunsch. Sie lässt es alles einfach flawless aussehen. Ja, es ist alles sehr glowy auch. Also natürlicher Glow, den ich damit bei habe. Auch aus der Nähe finde ich, dass die echt gut aussieht. Sie lässt die Haut noch ein bisschen durchscheinen, also die Deckkraft ist medium. Ne? Also wenn ich hier so eine Rötung habe, wird sie nicht abgedeckt. Muttermale und minimale Sommersprossen, die da sind, werden auch nicht abgedeckt. Aber sie passt den Hautton an, sie gleicht das Ganze aus, sodass das Gesicht ruhiger aussieht und das gefällt mir. Also dieses Flawless ist auf jeden Fall gegeben. Natural auch, dadurch, dass die Haut halt noch durchscheint. Mir gefällt es bislang sehr gut. Online-Foundation kaufen finde ich immer sehr, sehr schwierig, aber hier habe ich die Farbe doch eigentlich ganz gut getroffen. So, dann hatte ich in einer Box mit drin, das müsste die Glossy Box gewesen sein von Catrice, den Instant Away Concealer in der Farbe 020 Warm Honey, der jetzt garantiert dunkler sein wird als meine Foundation. Aber was soll's, ich möchte ihn heute ausprobieren. Mist. Okay, ich drehe den hier so ein bisschen raus. Er hat dann hier so ein Puffelding mit bei und ja, den trage ich mir jetzt erstmal unter der Augenpartie auf. Und ja, er ist einfach viel, viel gelber als meine Foundation. Weil Warm Honey ist niemals meine Farbe. Egal. Passt halt nicht, ne? Ist halt einfach gelb. Wird gleich Puder drüber gemacht, dann wird das angeglichen. Aber das Produkt an sich, muss ich sagen, gefällt mir. Lässt sich schön ausblenden. Deckt aber nicht so unheimlich ab. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, oh mein Gott, jeder Mensch braucht diesen Concealer, weil er ist unfassbar abdeckend und ich denke mit 4,99 € für diese 1,Tüdelü-Gramm, die da drin sind, ist das nicht wert. Ne? Das ist schon ziemlich teuer, aber ja, ist okay. Aber ich habe bessere da. Also den Löscher mag ich auf jeden Fall lieber. Den Concealer werde ich mir aber dann wahrscheinlich mal für den Sommer aufbewahren, denn das ist jetzt einfach auch mit dieser Foundation und mit meiner allgemeinen Hautfarbe einfach zu dunkel. Das funktioniert so nicht. Im Sommer werde ich ja noch minimal ein bisschen brauner als jetzt. Deswegen könnte das funktionieren, das wird dann da nochmal getestet. Aber haut mich jetzt auch nicht von den Socken. Ne? Ja, es ist halt okay. Und sehr, sehr leicht. Ich habe hier mein Manakadar-Puder immer liegen, stehen, sitzen, wie auch immer, wenn ich kein neues habe, was ich jetzt auch verwenden werde. Da habe ich einen fetten Hit the Pan drin. Da gehe ich mit meinem feuchten Beauty-Blender immer so ein bisschen rein, um da halt meine untere Augenpartie einmal damit kurz abzusetten. Und gleichzeitig, weil er halt so wundervoll ist, wie er ist, hält er auch so ein bisschen meine untere Augenpartie mit auf und gleicht dann auch den Concealer so ein bisschen mit an. Ne? Jo. Dann nehme ich hier den Puderpinsel von Essence aus diesem Pinselset. Der ist jetzt dadurch, dass er in der Verpackung war, ein bisschen flach, aber normalerweise ist er buschelig. Dann gehe ich hier in das Puder rein und puder mein komplettes Gesicht einmal damit ab. Und jetzt abgepudert sieht das aus wie meine normale Gesichtshaut, weil das halt auch nicht reflektiert, ne? Das finde ich echt cool. Ich möchte aber gerne jetzt noch ein bisschen, ja, Kontur nicht, ein bisschen Wärme in mein Gesicht bringen, denn das Ganze sieht jetzt ja echt zweidimensional aus. Dafür verwende ich einen Bronzer. Da habe ich jetzt hier auch in meiner täglichen, was ich immer so benutze, Geschichte, den von Hattie mit Love. Ja, bronze die Wand an, ist ein geiles Produkt, ist wirklich schön. Das ist so ein Zwischending zwischen Konturprodukt und Bronzer. Da gehe ich auch hier wieder mit dem gleichen Pinsel rein
und trage mir den jetzt erstmal auf. Hallo Dreidimensionalität, da sind wir wieder. Ja, so ein bisschen was, ne, hat man dann reingebracht und das finde ich immer ganz schön. Ich mache das ja immer außen drum zu, also quasi hier so im E und dann ein bisschen nach außen und ineinander irgendwie verblenden. Also so trage ich Bronzer auf. Es hat kein großartiges System. Hauptsache, das sieht halt irgendwie natürlich und irgendwie gut aus. Ich weiß nicht. Bisschen nach Gefühl. Bisschen. So. So mache ich das halt immer. Und ja, ne, mag ich immer ganz gerne. Als nächstes verwende ich den Blush von Essence Bloom Baby Bloom in der Farbe I Lilac You. Ich habe euch in meinem Video über die Palette gesagt, dass bei der Essence-Bestellung ein bisschen was schief gelaufen ist und die Produkte Blushleiter und Highlighter leider defekt bei mir eingetroffen sind. Ich habe mit Essence geschrieben und das halt reklamiert. Ich habe da Fotos hingeschickt und dann haben die mir halt das Geld erstattet. Ich konnte mir die beiden Produkte quasi erneut holen. Also die haben mir das Geld für die beiden Produkte plus Versandkosten erstattet. Und ich konnte mir dann halt was in dem Shop aussuchen. Dafür habe ich dann da geshoppt und zum einen dieses Pinselset geholt. Zweimal, einmal für dich, einmal für mich. Den Blushleiter habe ich mir geholt, noch ein paar andere Pinsel. Den Highlighter mochte ich ja leider nicht so gerne. Ja, und den Blushleiter trage ich mir jetzt auch wieder mit diesem Pinsel auf. Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt noch kein einziges Mal sauber gemacht. Und den trage ich auf, wie ich einen normalen Blush auftragen würde. Aber da es halt ein Blushleiter ist, gehe ich tatsächlich auch etwas höher. Und ja, ne, den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag das einfach, wenn ein Blush auch Schimmer mit drin hat und dem Gesicht dementsprechend dann auch Leben gibt und Bewegung ins Gesicht bringt. Und deswegen, ja, habe ich mir den tatsächlich auch nochmal bestellt. Ich blende den Bronzer dann auch so ein bisschen in den Blush, beziehungsweise in dem Sinne ja Blushleiter mit ein, damit die Übergänge halt softer sind. Und hier trage ich mir jetzt auch wirklich nur einen ganz soften Blush auf, weil ich finde, dass der Schimmer schon so intensiv ist, dass es jetzt zu krass wäre, wenn ich mir jetzt auch noch dick Blush auftragen würde. Deswegen mache ich das relativ dezent und eigentlich ziemlich großflächig und sehr verblendet. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht in der Kamera total fleckig aus oder nachher im Bildschirm. Das wäre dann natürlich bitter. Aber im Real Life, also das, was ich hier quasi gerade vor mir sehe, sieht das alles sehr harmonisch aus. Ich habe wirklich Leben im Gesicht und das feiere ich total. Genau, jetzt habe ich aber ein neues Produkt, ein weiteres neues Produkt, was ich gerne zeigen möchte, und zwar von Too Faced, die Born This Way Turn Up The Light Palette. Das ist eine Highlighter-Palette, habe ich in der Farbe Light bestellt. Habe ich bei der lieben Hattie gesehen, Hatice Schmidt, die hatte das Produkt auch vorgestellt und ich habe direkt nachgeschaut und bei Lookfantastic habe ich das bestellt und mir dann direkt die Palette geholt, weil ich die einfach so unfassbar schön finde. Ja, das ist eine sehr ungewöhnliche Form, finde ich jetzt relativ unpraktisch, um das mal so zu sagen. Ich mag eigentlich auch keine Highlighter-Paletten, aber das hier, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist so schön. Du hast hier drei verschiedene Highlighter drin. Einmal hast du Soft Focus, was ein sehr, sehr matter Highlighter fast schon ist. Also man kann es eigentlich schon fast als Gesichtspuder verwenden. Und ich ärgere mich gerade, dass ich das eben vergessen habe. Hat so einen ganz leichten Schein mit drin. Also das ist nicht nur, also das macht nicht matt, ne? Das macht die Haut halt wirklich so ein bisschen glänzender. Hätte ich tatsächlich hier sehr, 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 sehr gut drüber geben können. Ärgere ich mich gerade ein bisschen. Die Farbe Glow ist eigentlich so der absolute Standard-Highlighter mehr oder weniger. Also weil der halt nass ist, ja. Aber halt jetzt nicht so ultra glitzerig und er knallt halt. Und das hatte ich bei ihr schon gesehen und das fand ich ultra geil. Ist jetzt sehr, 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 sehr hell gerade. Ich weiß nicht, ob ich das dunkler kriege, wenn ich so mache. Weiß nicht. Da ist nämlich eine Lampe. Und dann habe ich noch die Farbe Dazzle. Das ist so ein richtig krasser Highlighter-Topper fast schon. Also der ist richtig glitzerig. Der ist hammermäßig unterwegs. Also der ist wirklich hammermäßig. Ja, der hat halt wirklich Glitzerpigmente mit drin. Ich leg mal die Palette aus der Hand. Vielleicht kann man dann besser die Geschichte so sehen. So schauen die Highlighter-Farben aus. Highlighter-Swatchen ist immer ziemlich blöd auf meiner hellen Haut, Leute. Wie soll ich das denn machen? Ich versuche es nochmal anders. So sieht man das einigermaßen, würde ich sagen. Also da, ja, bin ich halt minimal braun. Ansonsten bei mir sieht man halt keinen Highlighter, weil ich bin einfach so blass. Das ist ja schwierig bei mir. Genau. Ich nehme jetzt erstmal den Spiegel von der Folie runter. Ich liebe es. Ich mag es auch voll gerne, Displayfolien zu entfernen. Ja, dieser Spiegel ist wirklich schön klar. Da siehst du echt toll alles drin. Alle Unreinheiten, alle Hautunebenheiten. Oh, müfft. Okay, ich kann ja mal gucken, wenn ich jetzt hier den Pinsel einmal kurz so abtupfe. Ja, da jetzt irgendwie... Oh, 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 mit so einem... Oh,
Pinsel sollte man da besser nicht reingehen. Sehr, sehr zart gepresst. Ja, wenn ich mir das jetzt hier so einfach so drüber gebe. Ja, ich habe jetzt leider hier ja schon was drauf. Das ist jetzt etwas ärgerlich gelaufen. Aber der macht halt einen schönen... Das mag ich gerade sehr gerne. Es gibt ja dieses Aura Glow Powder von Love, was man so übers Gesicht nochmal drüber macht, um so einen kleinen Glow zu bekommen. Genauso ist dieser Soft Focus vom, von der Idee her. Das gefällt mir gerade so, so gut. Also das finde ich schön. Das werde ich auch tatsächlich jetzt häufiger mal verwenden, weil ich mag die Idee dahinter. Dass man, damit kannst du ja auch zum Beispiel eine matte Foundation richtig auf eine andere Ebene heben. Das finde ich schön. Das ist cool. Okay, jetzt nehme ich mir hier den Pinsel tatsächlich, nehme mir aber hier nur so eine Ecke, weil der ist jetzt ja auch so flach, und gehe in den Ton Glow rein. Wow, kriegst du gut was auf dem Pinsel drauf. Und den trage ich mir jetzt unabgeklopft einfach mal hier auf. Der kann was. Der kann richtig was. Oh, schön. Hätte mir jemand hier so Wasser hingeschmissen. Ja, ich, das ist ein teures Produkt, aber ja, das gefällt mir sehr gut. Gebe ich mir auch auf die Nase. Hier so oben hin. Am liebsten Full Face, weil der so schön ist. Diesen glitzerigen, ja, nee, damit würde ich mir jetzt, glaube ich, alles kaputt machen. Der hier, der ist eher, wenn du so Party machen gehst, rausgehst, feiern gehst und irgendwie vollkommen eskalieren möchtest. Ich möchte heute einen eher natürlichen Look zaubern. Hätte ich wahrscheinlich am Anfang auch sagen können, ne? Wobei das ja auch grundsätzlich irgendwie immer mal wieder mein Bestreben ist, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Gut, aber das ist auf jeden Fall dann nochmal ein Ton, den du drüber geben könntest, um das Ganze noch glitzeriger zu machen. Aber ich mag gerade dieses Nasse, dieses mega schön Gesunde und das lasse ich jetzt auch so. Mega, mega, mega tolle Palette. Wow. Ich freue mich auch schon, diesen Puderton Full Face mir aufzugeben, wenn ich nicht schon Bronzer und Blush und so drauf habe. Ich glaube, das wirkt auch nochmal ganz, ganz anders. Ein neues Augenbrauenprodukt habe ich nicht, deswegen habe ich mir jetzt gerade von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton aufgegeben und ihn mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit fixiert. Und wenn du bis jetzt auch so dran geblieben bist und nicht weitergeskippt hast, hast du Glück, denn dann kannst du an dieser Secret Ergänzungsverlosung auch noch teilnehmen. Denn da wandert diese kleine Lidschattenpalette rein von Essence, die My Little Copper Eyeshadow Palette mit diesen schönen neuen Tönen. Schreib mir einfach dazu einen alternativen Videotitel zu diesem Video unten in deinen Kommentar mit rein. Erwähne aber nichts von dieser Secret-Ergänzungsverlosungsgeschichte, denn das ist jetzt quasi für die, die nicht einfach immer weiterskippen. Fand ich irgendwie gerade ganz witzig. Gut, ich muss mir eine Eyeshadow Base auftragen, dann nehme ich die von Urban Decay, das ist die Primer Potion, die einfach quasi mein Lid soweit präpariert, damit der Lidschatten gleich besser hält. Jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette, da habe ich schon, also die wollte ich immer schon haben und ich sehe sie immer bei Cindy Jane, wenn sie sich schminkt, dann hat sie die immer als Spiegel und ich wollte sie immer haben. Und jetzt habe ich sie mir endlich geholt. Das ist von Too Faced, die Natural Eyes Palette. Ja, und das ist nicht die matte, das ist die mit Schimmertönen müsste die sein. Die Verpackung finde ich ein bisschen komisch, weil das halt so hier raussteht. Ich weiß nicht, ob das einfach noch nicht weiter reingeht. Weiß ich nicht, ne. Steht wirklich ein bisschen über, ne? Komisch. Okay, ja, kommt eh weg. Hier ist was drin, Leute. Oh, die ist so schön. Und ich bin so froh darüber, dass ich mir die jetzt endlich geholt habe. Ja, so schaut die aus. Das ist ziemlich schön, ne? Dieses Natural Eyes, das steht auch so ein bisschen hoch. Das ist so eine ganz interessante Form von der Palette. Hier hast du ein Herz vorne drauf. Und dann kann man die am Herz öffnen. Und dann hat man hier halt diese ganz natürlichen und simplen Shades, aber... Too Faced hat halt eine ganz besondere Qualität. Hier hast du immer so ein Heftchen mit dabei, wie man sich auch quasi schminken könnte. Aber ich mache das jetzt mal ganz intuitiv. Sehr, sehr schön. Die Farben haben tatsächlich auch Namen. Das heißt, als erstes nehme ich mir hier den Ton Heaven mit diesem fluffigen Smudger-Pinsel, nenne ich ihn jetzt mal. Die Palette riecht auch voll gut. Und den nehme ich mir auf. Sehr schön. Und setze damit mein Lid. Jetzt nehme ich mir Strip Poker, das ist dieser matte Ton hier unten, und gebe mir den so als Base
Crease-Ton auf. Das ist richtig schön pigmentiert. Bei mir einmal etwas höher ansetzen, weil Schlupflied. Was eine softe Textur. Das ist so drüber und drauf und fertig. So, so schön. Also es lohnt sich dann wirklich bei solchen Produkten manchmal zu investieren und dann vielleicht doch eine etwas höherpreisigere Palette zu holen. Natürlich gibt es auch in der Drogerie welche, die halt so diese Nude-Tones haben, die ähnlich sind, aber es ist, man fühlt diese Qualität halt einfach, ne? Das ist was ganz Besonderes. Jetzt gehe ich mit diesem Blendepinsel, der in dem Pinselset mit drin ist, in dieses Cashmere Bunny. Das ist dieser matte Ton. Gehe ich auch vorsichtig rein und damit vertiefe ich meine Lidfalte. Den, ja, klopfe ich aber ein bisschen ab, weil der doch etwas staubiger ist. Da gehe ich halt hier mit einer ganz leichten Hand einfach in diese, ja, ist ja nicht meine Lidfalte. Meine Lidfalte wäre ja hier unten, aber in diese künstliche Lidfalte. Und blende da den Ton ganz, ganz, ganz vorsichtig rein. Das war jetzt nur von einmal reingehen. Das ist schon schön. Also diese Basis, die ich jetzt quasi geschaffen habe, ist sehr natürlich, sehr soft, aber ich finde es voll schön. Theoretisch könnte man jetzt mit dieser Basis jeden x-beliebigen Look schminken. Egal, ob ich jetzt bunt werden möchte, ob ich jetzt natürlich bleiben möchte, ob ich jetzt einfach so das lassen möchte und einfach nur einen Schimmerton hier drauf geben möchte. Ne? Finde ich richtig geil. Ich glaube, ich nehme jetzt auch erstmal weiterhin diesen Blendepinsel und gehe in die Farbe Sexpresso. Das ist dieser ganz, ganz dunkle Ton hier oben. Espresso-braun ist das tatsächlich. Also der ist jetzt nicht schwarz, der ist einfach sehr, sehr, sehr dunkelbraun. Und da dippe ich ganz vorsichtig rein, habe ein bisschen was auf dem Pinsel, setze mir das einfach tupfend hier außen so ein bisschen hin, um mein äußeres V ein bisschen zu verdunkeln und dem Auge einfach mehr Tiefe zu verleihen. Und blende das dann auch vorsichtig oben mit rein. Hier ist es tatsächlich so, bei so dunklen Tönen, dass ich das lieber ganz vorsichtig angehe und gerne nach und nach aufbaue. Aber das ist jetzt nur so zweimal dab-dab reingedippt und dann habe ich schon so eine Farbe hier drauf. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Es sei denn, du willst dich ganz smoky machen, da kannst du natürlich dich austoben, wie du willst. Und wie gesagt, dann hier oben, dann den Rest vom Schützenfest verblenden, reinblenden, wie auch immer. Dass man da halt einen Übergang hat, bis es halt nicht mehr voneinander getrennt aussieht. Ne? So mache ich das. Und ich bin halt nicht wieder neu in die Farbe reingegangen. Das ist jetzt immer noch von zweimal reindippen, dass ich das halt immer weiter verblende und verblende. Denn ich glaube, das reicht auch tatsächlich an Intensität, was ich halt haben möchte. Und das ist wirklich einfach nur, um das Ganze ein bisschen zu vertiefen. Und jo, macht auch einen Unterschied. Das sieht alles jetzt sehr schokoladig und schön aus. Mir gefällt es ganz gut. Jetzt möchte ich zu den Schimmertönen übergehen. Den Smudgerpinsel, den fluffigen Smudgerpinsel, mache ich mir hier in diesem Brush Cleanser einfach ein bisschen sauber und beginne mit der Farbe Push Up. Das ist dieser Ton hier. Das ist der Ton, den ich gerne jetzt in mein inneres Drittel setzen möchte. Und weil ich halt ein Schlupflid habe, ziehe ich den auch noch ein bisschen höher, damit man ihn halt auch sieht. Da habe ich jetzt Fallout. Also ich habe den Pinsel nicht angefeuchtet, ich habe einfach nur Produkt aufgenommen und so ein Ergebnis und das finde ich wundervoll. Das ist echt schön. Dann gehe ich in die Farbe Chocolate Martini. Das ist dieses schimmernde Außen. Das schimmernde Außen, ne? Dieser Schimmerton, der sich ganz unten rechts in der Palette befindet. Und da gehe ich jetzt auch wieder nur ganz, ganz vorsichtig mit dem Pinsel rein. Weil wenn der auch so dunkel ist, ich will mein Auge nicht zu dunkel haben. Ja, der ist, wow, ist der dunkel. Ganz, ganz vorsichtig nur hier aufgeben. Der soll nur am äußeren Drittel sein. Huh, ist der dunkel. Und der hat nicht so wirklich Schimmer, der hat nur so Glitzerpartikel mit drin. Ja, ist aber ein schöner Ton. Das muss ich sagen. Der macht das Ganze nur halt wirklich richtig rauchig. Das war jetzt eigentlich nicht meine Intention gewesen, aber nun ist er da. Ich nehme jetzt nochmal den Blendepinsel und gehe in die Farbe Strip Poker rein. Das ist die von eben, um halt hier die Kanten nochmal wieder auszublenden. Weil der dunkle Ton doch etwas hart ist, finde ich. Ich wieder so ein bisschen aussoften muss. Ab und an muss das einfach mal sein. Jetzt gehe ich in die Farbe Silk Teddy rein. Das ist dieses
wunderschöne Schimmer-rosa Gedönsen. Das gebe ich mir zum einen auf mein Zentrum mit dem Smudger. Smudger Blender. Und damit tupfe ich auch so ein bisschen noch über dieses ultradunkle Gedöns drüber, damit es nicht allzu heftig hier aussieht. Das ist jetzt nicht ganz so intensiv. Das ist wirklich weniger Schimmer, sondern mehr so ein Silkton. Also wie es halt auch draufsteht, Silk Teddy, ne? Ich guck mal, wie der mit dem Finger wird. Auf jeden Fall auf dem Finger intensiver. Und wir verblenden die Lidfalte wieder. Ohne Produkt. Ein ganz kleines bisschen Cashmere Bunny gebe ich mir auf meinen Pinsel und gebe es dann in die Lidfalte direkt rein. Also nicht zum Verblenden nach oben und außen und hin und her, sondern um die Lidfalte wieder sichtbar zu machen. Und dann nehme ich mir diesen Point Brush, gehe auch wieder in Silk Teddy rein und nehme den als Inner Corner Highlight. Ordentlich Produkt drauf. Und dann als Innenwinkel-Highlight. Jo, da wirkt der ganz gut. Und wenn ich das aufgetragen habe und dann noch ein bisschen Reste am Pinsel dran habe, nehme ich das als Augenbrauen-Highlight. Auch ungezupfte Augenbrauen dürfen gehighlightet werden. Mit diesem Point Brush, den ich gerade sauber gemacht habe, gehe ich jetzt in diesen Sexpresso-Ton rein, diesen ganz dunklen Braunton, aber nur ganz vorsichtig mit der Spitze, habe da jetzt dreimal reingedippt und gebe mir den jetzt unter meinen unteren Wimpernkranz. Ich verbinde das auch so ein bisschen mit oben, dass man das halt so ganz, ganz soft da unten drunter hat. Das macht den Augenlook jetzt noch ein bisschen rauchiger, aber halt auch verbundener und stimmiger. Ja, ich persönlich mache das nicht so gerne, dass ich meinen Wimpernkranz, meinen unteren Wimpernkranz allzu tief ziehe. Also ich mache das so nah, wie es nur irgendwie geht am unteren Wimpernkranz und lasse das dann auch so. Das ist jetzt der Look mit der Palette tatsächlich. Ich denke, dass man hiermit auch einfach ganz, ganz simple Looks schminken kann. Einfach nur einen Ton in die Lidfalte und dann Schimmerton drüber und fertig. Wir machen jetzt noch Eyeliner und Mascara und so ein Kram. Dann sieht alles eh noch ein bisschen verbundener aus. Aber bevor ich das mache, gebe ich mir ein Fixing Spray auf. Da habe ich die Fixe Trixie von der lieben Vanessa. Das ist dieses Spray. Hat sie ja selber angerührt. Und ja, das kommt jetzt einmal übers komplette Gesicht drüber. Riecht sehr angenehm, Vanessa. Fühlt sich auch schön auf der Haut tatsächlich an. Ich gehe gerne nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen mit dieser abgeschrägten Seite drüber. Um dann halt so, weil ich habe ja eine, ja, ich habe eine Gesichtsbehaarung. Ich meine, wer hat sie nicht? Leute, die sich wahrscheinlich rasieren und so ein Kram. Also ich muss tatsächlich mal wieder meine Augenbrauen zupfen und meinen Darmbart epilieren, ja. Aber trotzdem habe ich überall anders im Gesicht ja auch noch Härchen. Und die lege ich jetzt durch softe, tupfende Bewegungen mit dem Beauty-Schwämmchen hin. Damit das Produkt, also die, das Fixing Spray, nicht nur auf diesen Härchen sitzt, sondern dann auch wirklich in die Haut reingeht. Und dann alles miteinander verbindet. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, das nächste Produkt, was ich verwenden möchte, ist hier von Kia T London. Das war auch in der Glossy Box mit drin. Stamp and Drag. Das ist ein Eyeliner. Und Leute, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mir jetzt meinen Look versaue. Denn es hat an der einen Seite eine Filzstiftspitze, die ganz gut aussieht. Aber die andere Seite ist ein Stempel. Es ist ein Stempel. Und damit stempelt man sich einen Wing und zieht sich dann mit dem Eyeliner den Eyeliner. Okay, das wird ein intensiver Wing. Boah, das ist aber ein Oschi, ne? Das muss ich wirklich sagen. Also genauso einen setze ich mir jetzt, oder versuche ich mir natürlich auf der anderen Seite auch zu setzen. Ist das symmetrisch? Nee. Wie der einfach voll nach oben zeigt und der einfach nur zur Seite? Egal. Und ich finde auch die Spitze, die ist jetzt nicht präzise, ne? Da musst du nochmal nachzeichnen. Okay, also erstmal nehme ich mir hier den Eyeliner und ziehe mir den. Der ist fein vorne dran, das ist schon mal sehr positiv. Jetzt eine Verbindung hinkriegen, das wär's. Boah. Und vor allem jetzt mal so ein bisschen. Ui. Ist ganz schön lang geworden, um das mal so zu sagen. Das wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorite.
Kann man machen. Kann man aber auch lassen. Ja, der ist jetzt ein bisschen aus der Welt, ne? Der ist ziemlich hochgeschossen. Ja, also der Eyeliner an sich ist gut, aber den Stempel, den würde ich jetzt nicht wieder benutzen, glaube ich. Weil damit, das ist mir einfach zu intensiv, ne? Weil, guck mal, wie heftig dieser Wing ist. Den würde ich nicht so lang machen, wenn ich das selber machen würde. Jetzt ist es aber nun mal so. Jetzt habe ich zwei Mascaren oder nehme ich nur eine davon? Ach komm, ich nehme jetzt erstmal eine davon. Und zwar die Go Big or Go Home von Kat Von D. Das ist diese hier. Die hatten wir in der My Little Box drin. Ja, da war ich doch so überrascht, ne? Genau, ich musste gerade echt überlegen. Das war nämlich in einer Box mit drin, wo es nicht so unbedingt üblich war, dass da eine drin ist. Vor allem nicht von Kat Von D. Ja, das ist diese 2,5 Gramm große Mascara. Hat ein Oschi-Bürstchen mit Kunstfasern. Riecht angenehm. Ein bisschen muffig. Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Und dann gucken wir mal, wie die jetzt auf den Wimpern performt. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Boah, die Mascara gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Die macht Volumen, die macht Länge, die macht wirklich einen Wawa-Wum-Aufschlag. Ja, I like. Das ist eine Claudi-Mascara. Denn ich möchte schon Mascaren haben, wo man auch wirklich was sieht. Ich trage Mascaren auch eigentlich immer in drei Schichten auf. Ja, also so gefällt mir das richtig gut, was ich gerade auf den Augen drauf habe. Ich bin beeindruckt. Doch, ich finde es ganz schick, wie es so geworden ist. Es fehlen noch die Lippen. Da habe ich noch einen Lippenstift, ja, ne, den habe ich schon mal mir vor einem Jahr oder so geholt von Urban Decay. Das ist der Claudis Welt Lippenstift, denn da habe ich Claudis Welt eingraviert oder eingravieren lassen vielmehr. Faith Metallized Lipstick ist das. Das ist, ja, oder der Metallized Lipstick in der Farbe Faith ist es, glaube ich. Das ist ein schöner metallfarbener Lippenstift, der jetzt schon irgendwie zum Look passt. Irgendwie. Die Farbe ist sehr, sehr speziell, aber ich feiere die schon ziemlich, ne? Es ist so kupfermäßig und irgendwie einfach mal was anderes. Und das ist jetzt der fertige Look. Mir gefällt der richtig gut. Der ist schön glowy. Der ist auch tatsächlich in irgendeiner Art und Weise dezent. Der ist halt jedenfalls nicht bunt. Es ist halt ein natural Look halbwegs. Also ich habe einen richtig schönen Glow im Gesicht und fühle mich auch sehr, sehr wohl. Also damit würde ich jetzt alles machen. Wirklich. Ich würde damit feiern gehen. Ich würde damit schick zu Abend essen. Ich würde damit, keine Ahnung, einkaufen gehen. Alles würde ich damit machen. Arbeiten gehen. Ja. Ne? Denk an die Verlosung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!